sehr populär ist und der Bad auch in der deutschen Sprache zu hören sein wird. Weil ich dieses Lied tschechisch singe, möchte ich Sie kurz mit Inhalt des Textes bekannt machen, damit Sie ungefähr wissen, wovon... Entschuldigen Sie die Störung, ich möchte hier nur die Gelegenheit ausnutzen, um dem Publikum kurz etwas mitzuteilen. Wenn Sie gestatten, es handelt sich nur um ein paar Worte. Naja, aber gerade jetzt und ist es so dringend? Ja, es ist dringend, nur eine kurze Mitteilung, wenn Sie gestatten, ist gleich fertig. Also, ja, so bitte. Dankeschön. Meine Damen und Herren, speziell meine Damen, individuelle Damenhüte, Berlin, Krausenstraße 10. Dankeschön, dass wir alle, wenn Sie gestatten, hier ist die Visitenkarte unserer Firma für Ihre Frau Gemahlin, falls Sie verheiratet sind. Na, und wenn nicht, dann wenn Sie sich in die Ehe so ein bisschen reinpushen, nicht wahr, so dass Sie es sicher anbringen, irgendwie. Ja, gut, ich werde es meiner Frau mitteilen. Wenn ich aber richtig verstanden habe, handelt es sich um Erzeugung von Damenhüten, nicht wahr? Ja, also so ähnlich, ja, so genau gesagt. Wir formen die Köpfe. Die Köpfe? Ich wollte sagen, wir formen die Hüte, ja, weil die Köpfe die sind zu hart, das geht gar nicht, nicht wahr? Wir formen die Hüte auf die Köpfe unserer Kundinnen nach unserem eigenen Geschmack, individuell zu jeder Visage unserer Kundin. Hm. Das heißt also, dass sich Ihre Kundinnen nicht selbst einen Hut aussuchen können? Naja, das ist eben nicht nötig, Herr Künstler. Weil unsere Kundinnen können sich nämlich auf den Geschmack unserer Fachmänner verlassen, die selbst am besten wissen, was zu der oder jener Physiognomie, was zu der oder jener Physiokolonie, was zu der oder jener, nur kurz so gut, was zu Ihrem Zifferblatt am besten passt, nicht wahr? Ja. Das lässt sich nur so nach dem Blick erkennen, was für jede Frau das Passendste ist. Naja, also der Fachmann, er erkennt das schon so nach dem Typ der Kundin. Ja, nach dem Typ. Ja, ja. Na ja. Also sehen Sie, wie soll Ihnen das so ein bisschen... Also wenn zum Beispiel, sagen wir, eine Frau eine unschöne lange Nase hat, nicht wahr? Ja. Zum Beispiel sowas wie Sie. Kann sie nicht einen Hut ohne Krempe tragen, damit ihre Nase nicht dadurch noch länger erscheint? So eine hässliche Nase zum Beispiel braucht einen Hut mit einer breiten Krempe, damit ihm die Nase so ein bisschen getarnt wird. Na ja, und Sie meinen, dass da ein Hut eine Rolle spielt? Selbstverständlich spielt eine Rolle. Also wenn Sie gestatten, ich kann es ein bisschen anschaulich machen. Aber das ist nicht nötig, ich soll Ihre Zinke... Nein, das ist gleich, es ist besser, wenn Sie es direkt sehen. Also wenn zum Beispiel Sie als Frau mit so einer Abstehnase hier eine breitere Krempe hätten, ungefähr so, hören Sie mal, ich will mal einen Spiegel zeigen. Das ist nicht nötig. Nein, ich will nur einen Spiegel zeigen, es ist besser, wenn Sie es direkt sehen. Moment mal, wo habe ich denn... Halten Sie mal so, ich muss mal sehen, wo ich den Spiegel hin habe. Entschuldigung, bitte schön. Und nun schauen Sie bitte, wie so eine Krempe, so eine hässliche Nase, wie die Ihre gleich etwas dämpfen kann. Sehen Sie das? Und nur wenn ich die Krempe noch etwas erweitern würde, ungefähr so, halten Sie mal den Spiegel bitte. So, wenn ich die Krempe erweitern würde, dann würden Sie fast wie ein normaler Mensch aussehen. Sehen Sie das? Jedenfalls würden das besser stehen, als wenn Sie hier nur so einen Bonbon schnitten, das nichts verdecken kann. Sehen Aber Sie das? Das lässt sich doch nicht so veranschaulichen. Ja, warum will ich Sie ein bisschen Fantasie haben, Sie eine Krempe vorstellen? Also warten Sie, ich zeige Sie noch ein bisschen anschaulicher, dann bitte schön. Und nun schauen Sie bitte, wie Ihre Nase durch diese Krempe gleich etwas flacher erscheint. Aber das ist doch ein Herrenhut und überhaupt... Aber Herrenhut oder Dame, das ist ja egal, Sie müssen ein bisschen Fantasie... Also warte, ich zeige Ihnen noch ein bisschen anschaulicher. Ich habe hier zufällig eine Dame... Nee, es ist besser, wenn Sie es direkt sehen. Und nun schauen Sie bitte, wie Ihnen als Frau so ein Hut mit einer Krempe passen würde. Die Nase kommt nicht mehr so hervor, macht einen viel flacheren Eindruck. Sehen Sie das? Dass mir das gerade passen würde, das lässt sich aber nicht sagen. Ja, vergessen Sie nicht, dass das noch kein fertiger Hut ist, bis das ein bisschen modernisiert ist, ein bisschen Fasson bekommt. Schauen Sie wieder anders aus, sehen Sie das? Oder zu Ihrem Tipp könnte man auch das Modell Juju versuchen. Schaut auch ganz aber aus. Was sagen Sie dazu? Wenn dann was schönen sein soll... Ich sage Ihnen, dass das noch kein fertiger Hut ist, aber jedenfalls würde Ihnen ein Hut ohne Krempe bei weitem nicht mehr so passen. Da schauen Sie mal her. Ist bei weitem nicht mehr so passend, sehen Sie? Da müsste man höchste Zipfel umdrehen, ungefähr so, damit eben der vordere Zipfel etwas die Aufmerksamkeit von Ihrer Nase ablenkt, war. In diesem Falle wäre natürlich der hintere Zipfel unnütz, weil Sie hinten keine Nase haben, sodass Sie sich auch ohne den hinteren Zipfel versuchen, ungefähr so zu schön. Das ist doch kein Hut, sowas lässt sich doch überhaupt nicht tragen. Das muss alles erst ausprobiert werden, nicht wahr? Zum Beispiel das Modell Mäuschen oder so. Ein Mann kann mich in keine Damenaufwachung versetzen. Was heißt Damenaufwachung? Sie müssen ein bisschen Fantasie. Also, ich zeige Ihnen noch ein bisschen. So nee, ich zeige Ihnen, damit Sie das sehen. Das ist nicht Na, bitte schön. Es ist besser. Bitte schön. Und nun schauen Sie, wie Ihnen als Frau. Gott, ich schaue wie eine Hexe aus. Ja, das macht Ihre hässliche Nase so, nicht wahr? Oder was ist das? Vielleicht, ich probiere mal diese Perücke aus. Wissen vielleicht Sie, was diese Perücke versuchen will an Ihnen. An mir nicht. Was haben Sie? Da haben Sie einen Bart und hinten haben Sie einen Spiegel. Wie abart Sie aussehen. Ah, was soll ich denn da? Kommt Sie doch mal her, was soll ich denn hier machen?